Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary, was so im August bei mir noch auf den Channel kommen wird. Und wie ihr hört, bin ich immer noch nicht hundertprozentig fit, aber für diesen Commentary sollte das auf jeden Fall reichen. Im Hintergrund läuft ein wenig Dirty Bomb. Irgendwie habe ich mal wieder Bock auf das Spiel gehabt, habe das letztens bei Steam aktualisiert, mir angeschaut. Hat sich ein bisschen was verändert, werde ich vielleicht sogar noch ein extra Video zu machen. Macht mir persönlich auch mehr Spaß als so manch anderer Shooter aktuell und ist auch gleich das erste Thema bei mir. Viele fragen in der Zeit, ey, Skill hat neue Waffen, Skill hat dies, Skill hat das, wann zeigst du es mal wieder? Ich habe es echt versucht, ich bin bei Skill wieder rein und irgendwie habe ich aktuell einfach keinen Bock auf das Spiel. Es ist nicht, dass das Spiel sich großartig verändert hätte oder dass es irgendwie ein schlechtes Spiel ist, sondern es ist einfach so, dass ich persönlich merke, ich habe keine Lust drauf. Und wenn ich keine Lust auf ein Spiel habe, glaub mir, dann ist das Letzte, was ich tue, mich dazu quälen, irgendwie was dazu zu machen. Denn ich persönlich finde immer wieder, das merkt man, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und aus dem Grund habe ich mich dann auch dafür entschieden, nicht Skill zu zeigen und auch nicht Skill irgendwie dazu was zu machen, sondern dass ich einfach nur das mache, worauf ich Bock habe. Deswegen wird in nächster Zeit sehr wahrscheinlich leider kein Skill kommen. Was aber kommen könnte, wäre auf jeden Fall Dirty Bomb. Wie gesagt, das macht mir gerade richtig Bock. Und es wird auch ein bisschen mehr kommen, denn die Gamescom ist hinter uns. Wir haben alle viel davon gehört. Ihr werdet in meinen News ein bisschen mehr zu den einzelnen Games an Informationen bekommen, die leider erst am Sonntag kommen werden. Aber, was ich euch schon mal sagen kann, was ich jetzt oder woran ich gerade arbeite, ist an einem Video zu Arena of Fate. Das ist das neue MOBA von Crytek, wobei neu für mich eigentlich schon ein falsches Wort ist, denn das Spiel wurde ja von, ich glaube, vor gut 1,5 Jahren schon angekündigt. Dann haben wir ein ganzes Jahr nichts davon gehört, denn Crytek hatte ja einige Probleme. Und jetzt auf der Gamescom haben sie ganz groß aufgefahren mit so einem Warface-Booth, mit einem Arena of Fate-Booth, haben dort ganz viele Closed-Beta-Keys vergeben. Das heißt, vielleicht kann ich dem einen oder anderen von euch, der es nicht auf die Gamescom geschafft hat, auch noch so einen Closed-Beta-Zugang auf jeden Fall irgendwie besorgen. Aber ich glaube, diese Woche noch wird mein Video zu Arena of Fate auf jeden Fall kommen. Und ja, ich sag mal, mein erster Eindruck ist durchwachsen. Dafür, dass es eine Closed-Beta schon ist und dafür, dass das Spiel echt schon verdammt lange in der Entwicklung ist und man so lange nichts davon gehört hat, habe ich mir doch ein bisschen mehr erhofft. Dann bin ich gerade am Schnacken mit Hi-Rez Studios, denn die haben ja Paladins angekündigt. Das wird so eine Art, ich nenne es mal ganz stumpf, Overwatch-Klon. Was aber nicht negativ gemeint ist, denn das Spielprinzip von Overwatch ähnelt ja dem Spielprinzip von Team Fortress 2. Paladins geht ungefähr in die gleiche Richtung, fand ich ziemlich interessant, also hoffe ich euch auf jeden Fall davon was zu zeigen. Dann habe ich von ein neues Game, was sich Tom Clancy's Antwar sich nennt, habe ich auch einen Beta-Zugang. Dort habe ich mich schon ein bisschen umgeschaut, finde ich auch relativ cool, dazu werde ich auch irgendwie im August jetzt noch was machen. Dann versuche ich gerade noch an Overwatch irgendwie ranzukommen, dass ich dort reinkomme. Da habe ich noch einen Kontakt bei Blizzard von Heroes of the Storm damals. Und der hat mich ja auch zu der Heroes of the Storm Beta freigeschaltet. Vielleicht schaffe ich es auch zu Overwatch, dass ich euch auch davon ein bisschen was zeigen könnte. Und alles andere wird Business as usual. Fable Legends und auch Gigantic sind zum Beispiel zwei Spiele, die auch jetzt im August bzw. im September in die Closed Beta starten werden. Je nachdem, wann sie starten, wird es vielleicht auch schon im August kommen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber der Wermutstropfen bei der ganzen Sache ist tatsächlich, dass sowohl Fable Legends wie auch Gigantic für die Beta bereits Windows 10 benötigen. Das heißt, die Spiele werden nur auf Windows 10 laufen, nicht auf einem anderen Betriebssystem. Und ich persönlich bin ja jemand, der sich noch ein bisschen dagegen wehrt, auf Windows 10 zu upgraden. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass ich relativ viele Free-to-Play-Spiele spiele. Und diese Free-to-Play-Spiele eben alle nicht unbedingt auf Windows 10 schon optimiert sind. Also das heißt, mit meinem Windows 7-System komme ich klar, habe selten Probleme. Ich glaube, wenn ich auf Windows 10 umswitche, dass ich da Probleme mit etwas älteren Spielen haben werde, die ich besonders halt in eure Free-to-Play-Vorschläge und ähnliches zeigen möchte. Deswegen überlege ich mir das noch. Wenn ich einen Zugang zu Fable Legends oder zu Gigantic bekomme, dann werde ich wohl nicht drumherum kommen, das Ganze zu upgraden. Aber bis dahin bin ich noch ein zufriedener Windows 7-Nutzer. Weiterhin bin ich am gucken, ob ich irgendwie Wildstar mir nochmal anschaue. Ich habe ja einen Account, der ist nur auf Eis gelegt, also man muss ja aktuell ja noch Abo zahlen, aber die ersten Closed Betas zu der Free-to-Play-Version sind ja angekündigt, wobei ich mich persönlich frage, wofür braucht man für ein Spiel, was schon am Laufen ist, noch eine Closed Beta, nur um die Änderungen irgendwie auszutesten. Da hätte ich ja wahrscheinlich sowas wie einen Testserver aufgesetzt, wo bestehende Abonnenten und ein paar eingeladene Free-to-Play-Spieler sich umschauen können. Aber naja, soll deren Sache sein.
Dann Drakensagen Online werde ich wahrscheinlich mir ein bisschen genauer angucken. Da wollte ich eigentlich auf den Schilling, also auf den Spieletrend zugehen, ob wir dort ein bisschen was gemeinsam machen wollen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf der Gamescom ist ja so das erste richtig große Update für Drakensagen Online angekündigt worden. Mit diesem Update hängt dann tatsächlich so viel zusammen, dass man das Ganze schon fast als neues Spiel irgendwie benennen könnte. Kann ich halt nicht ganz einschätzen. Ich fand, das klang ganz interessant, was da so drin war. Und ich stehe ja auf diese Action-RPGs. Aber ich bin ja nie so der Drakensang-Online-Spieler gewesen. Der Schilling hingegen, da weiß ich ganz genau, der ist da richtig aktiv bei. Und aus dem Grund werde ich da mit ihm auf jeden Fall quatschen. Ich glaube, der ist jetzt wieder im Urlaub, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wird jetzt nicht ganz so schnell passieren. Aber danach, dass wir da irgendwie was zusammen machen und ich euch dann vielleicht auch ein bisschen an Drakensagen Online näher ranführe, ist auch Free-to-Play. Gibt's Client, gibt's Browser. Und wenn die tatsächlich so viele neue Inhalte bekommen, werde ich das im August auch noch versuchen unterzubringen. Natürlich wird es wie gewohnt weiterhin dann MMO-Fridays geben. Für diese Woche sitze ich gerade ein bisschen an Trove, was ja jetzt aktuell ziemlich beliebt ist auf Steam. Skyforge zocke ich weiterhin, zeige gerade nicht ganz so viel davon, weil ich erstmal ein bisschen weiter vorankommen möchte, ein paar neue Klassen freischalten möchte. Dann werde ich mir wahrscheinlich auch Star Wars und Neverwinter im MMO Friday wieder angucken, denn sowohl Star Wars wie auch Neverwinter haben auf der Gamescom ein paar neue Sachen angekündigt. Meine News werden dann auch regelmäßig rauskommen und ich werde tatsächlich auch versuchen, wieder samstags regelmäßig entweder Previews oder Reviews im Free-to-Play-Bereich oder auch im Paid-Bereich zu machen. Das heißt, das, was ich sehr lange sehr aktiv gemacht habe, wo ich in letzter Zeit nicht so die Zeit dafür hatte, aber daran sitze ich gerade wieder schon am ersten Review. Und der letzte Punkt, der auch kommen wird, auch wenn das letzte Video ein bisschen durchwachsen war, was mich aber schon interessiert hat, werden die Mobile-Videos sein. Ich habe gerade auf meinem Handy, den mache ich mal eben ganz kurz an, weil er vibriert nebenbei auch die ganze Zeit, habe ich den, ja, One Piece habe ich euch ja schon gezeigt, dann habe ich das Marvel-Game, was mir persönlich ganz gut gefällt. Dann habe ich Saiyan Legends, Summoner Wars, Dokkan Battle, Hearthstone, was aber wieder runterkommt, das habe ich nur wegen den Kartenrücken drauf geknappt. Dann habe ich noch Dino Empire. Und die Spiele zocke ich gerade so nebenbei und gucke sie mir ein bisschen genauer an. Und die werden dann halt, ich denke mal so im Rhythmus von 2 Wochen ungefähr, dann auch als Mobile Review rauskommen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das gefällt euch alles. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch sehen würdet. Vielleicht im August, vielleicht auch so mal so Richtung September, denn wir haben schon wieder fast Mitte des Monats. Das ist echt unglaublich, wie die Zeit vergeht. Die Gamescom hat mir mal eben so eine komplette Woche des ganzen Monats geklaut. War aber cool, ist jetzt vorbei, also geht's jetzt weiter mit dem normalen Zyklus und ich hoffe, euch coole Videos bringen zu können und dass euch das alles auch gefällt. Also Leute, ich hoffe dann, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.